Hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und das Witzige ist, der Superlover hatte gerade einen Tisch aufgemacht mit 1,5 Cent. Wir waren da beide dran, Felsenkeller und ich. Und ja, irgendwie ist nichts passiert. Dann ist zuerst Felsenkeller vom Tisch gegangen und dann ich. Ja, dann habe ich einen neuen Tisch aufgemacht und jetzt ist genau dieser Tisch zustande gekommen. Ich glaube, die Reihenfolge war vorhin eine andere. Da war hier Superlover, da Felsenkeller und hier ich. Aber ja. Also den Tisch habe ich jetzt aufgemacht. Wir spielen 36 Spiele. Und 1 Cent pro Punkt. Das war ja interessant. Viermal Karo ohne die sieben. Ja. Ich krieg das Spiel. Oh ja. Werden wir wohl ein Karo spielen. Acht Augen gedrückt. Und sieben sind 15. 17, 40. Ja, jetzt sollte ich das Spiel. Jetzt habe ich es gewonnen. Oh. Krass. Ich überlege, das ist ein Pikant-Schneider angesagt. Ist der Grang? Nee. Pik-Handschneider angesagt. Mit 4 Spiel 5 Hand 6 Schneider 7 Schneider angesagt. 8 zählt 88. Wenn ich eine passende finde, habe ich einen unverlierbaren Grang. Da gucken wir rein. So, zwei unpassende. Das gibt's ja gar nicht. Passen beide nicht. Na, ich spiele trotzdem den Grang. Vorhand. Ah, fangen wir erstmal mit dem blanken Ass an. Habe ich den Gang mit Vieren gewonnen, obwohl die Piken 3 zu 1 standen. So, ich glaube, nach den zwei gewonnenen sollte ich mal ein Spiel passen. Obwohl der Kreuz auch einigermaßen gut aussieht, mit 6 Trümpfen, mit Trumpf Ass 10, eine 10 zum Drücken. Aber trotzdem ohne Verstärkung nicht zu gewinnen. Ich muss entweder einen Trumpf finden oder Herz Ass oder ein anderes Ass. So, der Herz, der muss ja ohne sein. Warte mal, wir spielen mal blank an. Er muss ja Kreuz Junge noch haben. Vielleicht kann ich jetzt hier auf Karo verstechen. Ja, das ist auch ein bisschen Risiko, weil Trumpf Zinke hätte ich auf jeden Fall gekriegt. Na, jetzt spielen wir mal Kreuz. Ja. Wir sind rausgekommen. Mehr war bei der Karte sowieso nicht möglich. Mittelhand. Verlockend. Der Pik einfach.
Aber ich passe mal. Ich spiele hier auf der Plattform etwas zurückhaltender wie bei Euroskat. Das liegt einfach an der Form des Spiels, ne? Hier ist es nicht wichtig, den Tisch zu gewinnen. Hier ist es wichtig, relativmäßig nicht ins Minus zu geraten. Und das ist ein Riesenunterschied. Also es kann sein, dass man hier Plus macht, obwohl man weit abgeschlagen hinterm Tisch Ersten ist, wenn der Abstand zum Tisch Dritten dementsprechend ist. Und das ist meiner Meinung nach taktisch ganz was anderes. So, jetzt ist hier die Frage, was mache ich? Pikette. Ich glaube, ich werfe mal ein Herz weg. Es wurde noch nicht einmal Trumpf gespielt. Ja, das ist das Problem hier. Ich verliere meine Trumpfvollen. Es ist gruselig. Hat er gut gespielt, der Felsenkeller, das Spiel gerade. Wann war ich denn am Spiel? War ich denn eigentlich am Spiel irgendwann? Hätte ich Trumpf 10 mal Anbi spielen können? Ich glaube, ich war gar nicht am Spiel, ne? So, was ist jetzt Trumpf? Kreuz ist Trumpf. Kommen wir mal mit Karo 7 raus. Karo wird gleich gestochen. Ja, ich zeig mal den Karo Buben. Oh Gott. Wir machen gar keinen Trumpfstich, so wie es aussieht. Es ist ein, ich habe zwei Trümpfe, er ein, also ein Acht-Trumpfer ist es. Karo frei. Okay. Na, Pik nachspielen war doch wieder ganz doof. Da haben wir doch gar keine Chance, aus dem Schneider zu kommen. Ich meine, wir haben sowieso keine Chance, aus dem Schneider zu kommen, aber Pik nachzuspielen macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Da hätte dann der Wechsel auf Herz kommen müssen. So, egal. Ich rätsel 22 mit der Karte und bin dann raus. Ja, weil mit Pik konnten wir ja gar nicht aus dem Schneider kommen, ne? Auch für ihn war zu erkennen, dass ich keinen Trumpfstich mache und dass das wahrscheinlich ein Acht-Trumpfer war. Pik 10 kommt raus. Es war wieder gut gespielt auf meine Pik-Reizung hin. Hat er Pik 10 ausgespielt? Ja. Ich kann ja nur jetzt Pik König weiterspielen. In Karo laufe ich ja Gefahr, ihm die 10 blank zu spielen. Tja, was machen wir jetzt mit Kreuz? Ich glaube, da bleiben wir erstmal drunter. Ich habe doch den höchsten Trumpf. Warum soll ich da aufgeben? Da passe ich. Rang. So. Drei Buben. Jetzt hat er nur noch einen Buben. Herz, jawohl. Und geht der letzte Bube drauf? Ja. Dann kann ich ja noch mal Herz spielen. Kreuz. Ja. Aber so sind wir wenigstens aus dem Schneider gekommen. So, Herz ist Trumpf. Ich habe drei Trumpf, zwei sichere Trumpfstiche.
Den König wird er gedrückt haben. Kreuz König. Ja. Aber gleich kann ich jetzt noch mal Kreuz Dame spielen. Das ist für ihn auch unangenehm, weil er hier hinter mir hat natürlich auch kein Kreuz. Okay, so unangenehm war es doch nicht für ihn. Er hat seine blanke Piklusche abgeworfen. Auf Pik hätten wir 15 gekriegt, so haben wir nur 14 bekommen. Insofern alles okay. So, Grang wird gespielt. Kreuz ist Schuss. Ich hau mal Herz Dame rein. Karo. Karo Dame. So, warte mal. Kreuz ist raus. Das macht also wenig Sinn hier. Kreuz zu spielen, da muss ich ihm schon Herz was anbieten, damit ich den Stich noch mache in Pik. Leider reicht es auch nicht, um rauszukommen, weil kein Voller mehr da ist bei Felsenkeller. Ja, auch hier Karo Hand ist mir zu schlecht. Tja, Karo Ass. Doch, Karo Ass ist doch da. Ja, obwohl das blanke Karo Ass mit meiner Karo 10 abgestochen würde, haben wir hier gar keine Chance. Na, ich werde mal 18 halten. Ich habe schon lange kein Spiel mehr gemacht. Auch hier spiele ich nicht. Pik Hand. Kommen wir mal mit Kreuz 7 raus. Elf, 35. Vierzig, 42. Dann haben wir gewonnen. 23 und 42, 65. So, bei 20 kriege ich das Spiel, das ist gut. Kann ich den Kreuz spielen, allerdings nur 0 Augen gedrückt. Aber trotzdem, 6 Trumpf, 2 Asse in der Beikarte ist eine solide Karte. 14, den stechen wir auch. 25. Ah, jetzt kommt der Wechsel. 40. 44. Und Rest. Ach, die Herzchen war sogar blank. Aber Herz Dame zu dritt hätte einen Stich gemacht, also es ändert nichts. Ob ich da von oben gespielt hätte, den Herz.
So, hier wird hochgereizt, Felsenkeller und Superlava reizen hier recht hoch. So, was haben wir denn da? Ein Peak-Spiel. Da scheinen doch wieder ein paar Trümpfchen gegen zu sitzen. Der wirft zweimal auf den Vollen ab. Zuerst Kreuz und dann Karo. Interessant. Zuerst Kreuz, dann Karo. Ey, das gibt's doch gar nicht. Der macht keinen Trumpfstich. Wahnsinn. Pik 9, Kreuz 7 bei Passe, Passe. Das ist auch eine geile Findung. Bei Passe, Passe hätte man ja sich auch mal breitschlagen lassen können und da 18 sagen, aber da wäre ich ganz schön reingefallen. Kreuz ist Trumpf. Einen sicheren Trumpfstich habe ich. Sieht nach so aus, als wenn wir hier gerade um Schneider rauskämpfen bei dem Spiel. Von meiner Karte natürlich nur. Das ist natürlich, weiß ich nicht, was Superlava alles da so hat. An Vollen, an Trümpfe. Naja, Trümpfe stehen 3-3, interessanterweise. So, Trümpfe sind raus. Jetzt spielt Herz eine Rolle. Herz. Ah, okay. Ich glaube, es ist besser, den nicht mitzunehmen, damit wir danach zwei Stiche machen. Das war interessant. Er hatte Pik. Zehn blank in der Hand. So, ja, das Spiel habe ich natürlich verschenkt. Aber wer ahnt denn sowas? Warte mal ganz kurz. Blanke 8, ich bin nicht Ausspieler. Ich habe gerade überlegt, ob das ein Nullewehr ist. Man kann den Nullewehr spielen, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Keine Pik-Reizung. Ich glaube, ich spiele den Nullewehr. Die Abwurfmöglichkeiten sind relativ begrenzt. Ich habe kein Pik gedrückt. Bin ich in Vorhand? Ja, dann kann ich. Ist das ein unverlierbarer Grang? Nee, ist er nicht. Warum nicht? Weil ich fünf Luschen habe. Aber ich spiele den Grang trotzdem. Entweder die Jungs verteilt. Oder, ja, Karo nicht zu dritt und das ist der Fall. Dann ist er doch unverlierbar.
Granhand. Okay. Warum kann ich keine Karte zulegen? Irgendwas ist komisch hier. Ich habe, glaube ich, die Verbindung verloren. Ich mache mal kurz Pause. So, da bin ich wieder. Granhand. Ich habe Kreuz gelegt. Ganz komisch. Wir sind aus dem Schneider. Er hat gewonnen. 600, Karo einfach, Mittelhand, ist mir zu schlecht. Pik ohne 2. Ach, dann reiz ich mal in Vorhand. Aber nur bis 27. Dann kann ich nämlich auch noch ein Karo spielen, wenn ich zwei Karo finde. Und ich zeige meinem Partner, in dem Fall Felsenkeller, an, dass ich hier in Karo stark bin. Null oder Kreuz oder Herz. Ich krieg das Spiel bei 18. Okay, es ist ein Herz geworden. Oder? Warte mal, ganz kurz. Kreuz 7. Nee, Nulle wäre es es nicht. Ein Karo bleibt übrig oder ein Pik bleibt übrig. Also muss ich Herz spielen. Ist ja auch kein schlechter Herz. Mit 2, 6 Trümpfe, mit Trumpf 10, 2 Asse dabei. Da habe ich schon schlechtere gewonnen. Schneider. Pik mit 2. Ich kriege das Spiel bei 18 und ich finde zum Pik mit 3. Natürlich kann man auch den Grang spielen. Aber das mache ich nicht. Ich spiele den Pik. In Vorhand hätte ich den Grang gespielt, aber in Mittelhand muss das nicht sein. 13. Naja, wenn ich den nicht steche, wenn ich Kreuz König abwerfe, kommt Herz Ass mit Überstich. Also ja, man weiß nicht genau, ob ein Überstich kommt. Aber wenn ich dann mit dem Bube steche, macht auf einmal die Trumpf 10 einen Stich. Nee. Ich weiß nicht. Hätte ich vielleicht doch Kreuzkönig abwerfen sollen. Nö, war alles gut so. So, Aufgabe. Passe. Vorhand. Pik ist Trumpf. Mittelhand spielt. Ja, entweder Kreuz 7 oder Herz 7 oder Kreuz 8 ist das richtige Ausspiel, denke ich mal. In dem Fall natürlich perfekt. Mit der Lusche den Schuss gefunden. Spielen wir gleich nochmal. Jetzt, ja. Kreuz hat er auch nicht. Schneider frei, Hinterhand passen. Eingepasst. Pik Bube Karo 10 im Skat.
18, 5 Karo ohne 4. Ich krieg das Spiel bei 18. Kreuz 10 liegt drin. Warte mal, ich kann eigentlich genau das gleiche drücken. Ich will mir lieber 13 drücken, anstatt hier ein Karo, ein Pik weniger zu haben. Klar, Kreuz Ass 10 kann auch laufen. Ohne Frage. 24, aber es wäre auch gelaufen. 31. Tja, das ist jetzt vielleicht ein Problem. 46. Nee, ist überhaupt kein Problem. Dann können wir einfach gewinnen. Aufgabe 70. Die Trümpfe saßen glatt. 3 zu 3. Vorhand. Doch. Den können wir mal reizen, auch wenn der schlecht ist. So, jetzt ist er besser geworden. Aber die Frage, Kreuz oder Pik? Als Ausspieler spiele ich mal den Kreuz. In Mittelhand oder Hinterhand hätte ich den Pik gespielt. Ach Gottchen, jetzt laufe ich gegen 5 Trümpfe, ey. Meine Fresse, aber ich gewinne wahrscheinlich trotzdem, weil die Pik 10 blank steht. Ist ja Wahnsinn. Ist ja ein Ding. Hinterhand. Ja, mehr als 30 will ich nicht unbedingt. Weil so kann ich immer noch den Herzbube im Skat verkraften oder eventuell ein Schneiderspiel noch spielen. Aber dann wird es kritisch, ne? Wenn Herz oder Pik Bube liegt danach, ist es extrem schwierig. Tja, ich lach mich tot. Ach, was hat der denn hier? Hat er die blanke Herz 10 behalten? Er hat die blanke Herz 10 behalten. Und Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Weil ich Herz Ass geladen habe, weil ich Herz gereizt habe. Wahnsinn. Ein starker Spieler, der Felsenkeller. Muss man schon sagen. Hat die blanke Herz 10 in der Hand behalten, weil er gedacht hat, ich spiele unter Herz Ass auf. Ah, da kennt er mich schlecht. Ich hau Herz Ass einfach rein. Ah. Er sticht weiter. Und hat aber eine Monsterkarte. 7 Trümpfe mit Ass 10 Ass in der Beikarte. Wahnsinn. Blitzsaubere Nulle wäre. Und schon ist der Felsenkeller Tischbester. Herz ist Trumpf. Den nehmen wir mit 15. Ja, Herz Bub ist auch da. 25. Kriegen wir noch einen Karo-Stich und sind raus. Mit dreien. Okay. Den können wir mal reizen. Kriegt das Spiel bei 18. Okay, ich finde zum Kreuz. Der war okay. Herz 10 gedrückt.
Guck mal, ob wieder Pik Lusche rauskommt. Wäre Standard. Ich werfe Herz Lusche weg. Und er hat hinten die Pik 10. Und er hat unter Pik Ass gespielt. So, nee, diesmal spielt er Pik 10 aus. Okay, dann hat er ein paar volle. Wenn er gleich mit dem vollen losgeht. Karo abgeworfen. Ja, aber er hat zwei Karos. Ja, Herz Ass hat er bestimmt auch noch. Gerang, ich komme raus. Ach, spielen wir mal ganz unverfänglich die Karo Dame. Ich glaube, da können wir nichts mit falsch machen. Ach, der Pik König, der war, glaube ich, nicht so glücklich. Oh, warte, dass solche Spieler lab, lieb ich gar nicht so sehr. Es wird auch noch gegengereizt. So, kein Bube im Skat. Okay, vier Asse müssen alle laufen. Ich krieg allerdings, wenn alles läuft, müsste ich zwei Bilder kriegen. Er ist Karo frei. Das ist interessant. So, da ich da eine 10 gekriegt habe, müsste das auch noch reichen. Wie viel habe ich denn gekriegt? 56 nur. So ein Scheiß. Da hätte ich ein Herz ja nochmal schneiden können. Scheiße. Von Hause aus eine Farbe frei. Krass. Das ist ja ein Ding, ey. Drei Buben hat er, glaube ich, auch gehabt. Ich weiß es nicht. Herzhand. Vorletztes Spiel. Ja, so ein Grang mit Vieren verliert man natürlich nicht so gerne. Oh Gott, jetzt fallen genau 25 auf meinen blanken König. Ist das wieder ein geiler Start, ey. Mann, 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 Mann. 25. Schon wieder die Internetverbindung abgebrochen. Ach, deswegen hat er so lange überlegt, weil es nicht reicht.
Ach ja, das war's. Mit 11.1 habe ich hier 917 gemacht. Und ich habe, mal gucken. Warte mal. Startgeld. Ich habe 77 Cent verloren, so wie es aussieht. Ja, der Grang ohne Vieren, der hat mich natürlich richtig viel gekostet. Das sind 2,90 € an jeden. Also 5,80 € hat mich dieser Grang ohne Vieren gekostet. Nee, stimmt gar nicht. Und nochmal 40 drauf an beide. Also 2,90, 3,30 an beide. Wahnsinn. Ein einziges Spiel hat mich 6,60 gekostet. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage Tschüss, bis bald, euer Quantus.